Hey und wie jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Complex Physics, Alex hier. Was ihr hier gerade seht, ist ein Video von mir zur Funktionsweise einer der zwei bahnbrechendsten Eigenschaften von Smartphones. Die Fähigkeit, auf Berührungen am Bildschirm direkt zu reagieren, die Touchscreen-Funktion. Was wir heute gemeinsam uns anschauen wollen, ist die Funktionsweise, wie folgt ausschaut, nämlich wie kann ein Smartphone Orientierungen erkennen und darauf reagieren. Und dazu mehr nach dem Intro. Der Schlüssel zur erfolgreichen Orientierungserkennung von Smartphones liegt ganz klar in Beschleunigungssensoren, welche im Inneren von Smartphones in Chipform vorhanden sind. Und diese Chips wollen wir uns heute anschauen, die Funktionsweise. Um die Funktionsweise aber leichter zu verstehen, müssen wir die grundlegende Funktionsweise eines Beschleunigungssensors an einem simplen Beispiel verstehen. Beschleunigungssensoren haben zwei fundamentale Bestandteile. Einerseits das sogenannte Housing, welches direkt mit dem Objekt verbunden ist, welchen Beschleunigung gemessen werden soll. Andererseits einen sogenannten Seismic Mass, welchen mit dem Housing selbst verbunden ist, jedoch noch immer frei bewegt werden kann. In der Animation ist die Verbindung zum Housing mit einer Feder gezeigt und das Seismic Mass sei hier eine simple Kugel. Wenn nun das Housing bewegt wird, wird die Kugel dank seiner Trägheit jene Bewegung hinterherlaufen. Das ist durch die Feder gewährleistet. Wenn wir die Auslenkung der Feder messen, können wir dann natürlich auf die Bewegung des Housings sowie auf die Gravitationsauswirkung auf die Kugel rückschließen. Es ist nun nicht mehr schwer erkennbar, dass drei rechtwinklig zueinander angeordnete Systeme dieses Typs einen direkten Rückschluss auf die Orientierung des dreidimensionalen Objekts zulassen. Je nach Orientierung der Achsen kann die Anordnung den Gravitationseinfluss und die damit verbundene Bewegung der Kugeln über die Federausdehnung messen. Im Smartphone selbst befinden sich jetzt natürlich keine Federn und Kugeln zur Orientierungsmessung. Das Ganze übernimmt ein Chip, ein Beschleunigungssensor, der in Chipform im Inneren des Smartphones vorhanden ist. Und wie dieser funktioniert, werden wir uns jetzt in der nächsten Grafik anschauen. In dem Chip befindet sich ein kleiner Beschleunigungssensor aus Silizium. Wieder existiert ein Housing, das jetzt direkt mit dem Smartphone verbunden ist. Zusätzlich findet man jedoch eine kammartige Struktur, welche Schwingungen zulässt. Dies ist das Äquivalent zur vorher gesehenen Seismic Mass im Kugelfedermodell. Den Part der Feder übernimmt hier die flexible Verbindung des Siliziumkamms, welches direkt mit dem Housing verbunden ist. Nun kann die Messung der Bewegung des schwingenden Seismic Mass Informationen zur Orientierungsänderung des Smartphone-Displays liefern. Um jene Messungen möglich zu machen, betrachten wir drei dieser kleinen stabartigen Elemente. Zwei stationäre und einen schwingenden Arm bilden eine spezielle Kondensatorverrichtung. Bewegt man den mittleren Arm, also diesen schwingenden Arm, entsteht ein Stromfluss, der proportional zur Smartphone-Bewegung selbst ist und somit Informationen über die Orientierung des Displays beinhaltet, welche nun leicht berechnet werden können. Und genau diese Informationen kann der Chip jetzt direkt weiterleiten und der Smartphone-Bildschirm wird gedreht. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch ist alles verständlich, euch ist alles klar gewesen. Wenn nicht, schreibt es mir unten in die Kommentare für Fragen, Anregungen zu neuen Videos oder generellen Lob. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sonst würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag. Wie immer, stay compact.